Heute ist der internationale Tag gegen Homo-, Trans- und Interphobie und traditionell finden an diesem Tag weltweit sogenannte Rainbow Flashes statt. Und die Linke beteiligt sich heute an dieser Aktion, die vom LSVD Bremen-Niedersachsen und dem Rat- und Tatzentrum Bremen organisiert wurden. Es ist leider, muss man sagen, immer noch wichtig, an die Diskriminierung von queeren Menschen zu erinnern. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Gewalt und Feindlichkeit gegenüber diesen Gruppen wieder zunehmen. Nicht zuletzt auch durch das Erstarken von rechten und konservativen Kräften. Und für die Linke ist ganz klar, dass sowas in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Und dass es wichtig ist, das auch immer wieder sichtbar zu machen. Und dafür wollen wir heute ein starkes und buntes Zeichen setzen. Und es haben sich ganz viele politische Parteien auch an der Finanzierung dieser Veranstaltung beteiligt. Dafür möchte ich herzlichen Dank sagen. Ich habe auch noch einen ganz konkreten Anlass, den ich gerne benennen würde, warum wir das hier heute auch machen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die zu uns kommen, die geflüchtet sind und die in ihren Ländern eine unendlich schwierige Situation haben. Für diese Menschen möchten wir auch was tun. Wir möchten darüber informieren, dass eben viele Menschen nicht als Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen, sondern sehr, sehr konkrete Gründe haben. Zusätzlich ist es so, dass wir nicht nur in die ganze Welt gucken, was denn dort passiert, sondern auch hier in Bremen ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich eine sehr gute Situation gehabt als Rat- und Tatzentrum, dass wir wenig Anfeindungen hatten. Wir haben aber das Gefühl, dass sich dieser politische Wind ein bisschen gedreht hat. Wir haben in den letzten 14 Monaten so viel Beschädigung an unserem Haus, Schmierereien, Anschläge mit Buttersäure und ähnliche Sachen mehr gehabt, wie wir die über Jahre nie hatten. Das sagt uns, es gibt Menschen, die der Meinung sind, sie müssen signalisieren, dass wir hier nicht gewünscht sind. Und wir glauben, das ist nicht Bremen, denn Bremen ist bunt und voller Vielfalt. Und wir hoffen, dass wir dafür heute mal ein sehr, sehr plastisches Gegenbeispiel setzen. 5, 4, 3, 2, 1, los!